Aber weißt du was? Ich würde sagen, du bist noch nicht fertig. Die Festivalspielliste steckt voller exklusiver Belohnungen und Fahrer, die alles geben würden, um gegen eine Legende wie dich zu fahren. Du hast es geschafft, aber warum aufhören? Es gibt immer noch mehr zu tun. Ja, die Ruhmeshalle. Ich war eigentlich zu dem Festival dahin, aber die hat gleich hier gestartet. Ich will dich ja nicht gleich wieder in den Wettbewerb schicken, aber im Gegensatz zu anderen Ruhmeshallen ist unsere gewertet. Du lässt diese anderen Namen doch nicht über deinem stehen, oder? Global. Sie sind unter den besten 14% von 15 Millionen? Millionen Spieler an. Auf welchem Platz sind wir denn? Das ist doch viel interessanter, ne? Oder? In meiner Nähe? Ach so, okay, in meiner Nähe. Hier, wir sind da. Okay. Warum? Der hat nur 17, hat aber schon... Okay. Aber wenn man so sieht, ne? Wir sind hier oben. Wo war ich denn jetzt? Da. Da bin ich. Wir sind hier oben schon. Okay. Ich glaube, ich hab das. Ich habe das Spiel abgestürzt. Ups. Okay. Hallo. Fenster schließen, geht das? Ja, geht. Gut. Dann bin ich sofort wieder da, wenn das Spiel wieder da ist. Weil Tonsee höre ich noch. Das ist nicht gut. Ich hoffe, das ist gleich weg. Ansonsten habe ich nämlich gleich ein kleines Problem. Weil ich streame ja natürlich wieder gleichzeitig. Ich habe bei einem Neustart, dass der Ton sich auch resettet. Hallo, wie geht's denn so? Okay. Das ist ja echt scheiße jetzt. Jetzt. Jetzt kann ich also wieder neu starten. Oh. Das schaffe ich glaube ich nicht mehr, als noch eine Folge aufzunehmen. Oh, oh wow. Und
Sandsturm! So, ich hätte schon das zweite Mal. Wo haben wir auch immer das Problem, dass diese scheiß Kabel sich immer so verdrehen? Oh! Hängen geblieben hier. Ein Hängerchen durch den Anhängerchen. Ho, 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 ho. Tri tra tra la la. EA für, ich glaube bei EA ist das, ne? Hey Hamster, jetzt da du in der Ruhmeshalle bist, kannst du an exklusiven Events nur für Mitglieder teilnehmen. Du kannst mir später danken. Ich will dir gar nicht danken, noch mit zu tun hier. Ich komme da jetzt schon nicht hinterher. Okay. Willkommen zurück, Hamster. Guten Tag. So. Ich muss jetzt hier nochmal im Bett. Ja. Und dann gucken wir mal. Meine Autos. Nein, die möchte ich nicht weiterfahren. Ich finde die nicht so schön. Können wir den Pokémon-Wagen fahren hier? Pokémon! Komm und schnapp sie dir! Genau! Dann geht es überall. Ui! Ich hatte gar nicht mehr in Erinnerung, dass das so schnell ist. Okay, wir wollten aber, oder ich wollte in der letzten Folge ja, okay, alles wieder hier durcheinander hier, das hier schon starten. Aber wir machen mal eine Schnellreise dahin, weil ich will jetzt wissen, was für Wagen wir da brauchen. Und wollen wir das wissen, können wir uns noch den Wagen danach aussuchen. So rum. Wir wollen schauen. Okay. Dum. Dum, dum. Was für ein Auto dürfen wir uns denn kaufen? Hypercars sind das also. Okay. Dann weiß ich Bescheid. Hypercars. Kommen wir schnell jetzt zu einem Festival. Wir fahren da mal eben dahin, das ist ja wirklich nicht weit. In 200 Metern scharf links abbiegen.
scharf links abbiegen. Das war zu scharf. Dieser VR, der hört sich richtig geil an, wenn ich. Der schiebt ihre Vorderachse, meine Fresse nochmal. In 400 Metern links abbiegen. Okay, was ist, wenn wir jetzt rausfahren? Links abbiegen. Oh, ja, machen wir. Du hast dein Ziel erreicht. Gut, dann einsteigen. Einsteigen. Hinfahren, ne? Aber ich glaube, hier mache ich gleich dann mal ein Zeitraffer. Einfach um mal zu gucken, wie euch das so gefällt. Hyperchaos. Okay, wir hatten Königseck, ne? Ja, den. Ich mache mit dem noch. Hätten wir sonst noch irgendwie ein eventuell. Den haben wir sogar im Besitz. Müssen wir nur noch weiter aufziehen. Legendär. Ein Lotus ist das. Okay, der ist zu teuer. Den haben wir im Besitz. Den haben wir nicht im Besitz. Kostet auch so viel. Kosten die alle so viel eigentlich? Kostet nicht so viel. Den haben wir sogar im Besitz. Und den sind wir ja auch noch nicht gefahren, soweit ich weiß, ne? Aber warum durften wir den nicht fahren, wenn wir den... Warum durften wir den jetzt fahren hier, den da? Eins Komma noch was. Mhm. Oder bauen wir die noch weiter um, obwohl... Ich glaube, wir bauen den mal um. Den Porsche hatten wir ja sowieso noch nicht gefahren. Ich weiß es nicht. Wir bauen ihn das einfach mal um. Und den durften wir auch nicht fahren. Ich weiß nicht, ob wir die nicht fahren durften, weil ja, wir die nicht hatten, den konnten wir ja auch fahren. Ich weiß es auch nicht so ganz genau. Peugeot, Porsche. Hä? Mit deinem Besitz, hat er doch gesagt, oder nicht? Ach, hier ist er doch. Da. Dann gucken wir mal. Ach so, weil das der ist. Individuell. Das, den habe ich irgendwo hier von her gekriegt, deshalb. Wir nehmen Slicks drauf, wir nehmen noch breitere Reifen drauf. Einfach optisch und so. Handling, besseres Handling. Und noch besseres Handling, na dann machen wir das doch. Achso, das hatten wir. Das macht irgendwie gar nichts. Das weiß ich auch nicht. Höher liegen und driften. Das macht irgendwie auch nichts.
Wir reißen alles Unnötige raus. Dann machen wir das mal rein. Das ist ein Sauger, okay. Okay, wir können wieder alles reinschmeißen hier. Okay. Gucken wir mal, ob das was gebracht hat oder nicht. Ich weiß es nicht. Wird gespeichert. Ich weiß auch gar nicht, können wir vielleicht Design, neues Design drauf machen? Lightning McQueen. Ich glaube, dann lassen wir das doch vielleicht da so drauf. Und dann entweder habe ich jetzt Glück und das funktioniert, weil da stand irgendwas von Horizon Spezial irgendwas. Was ist das denn da? Okay. Hm. Ah, das sind wahrscheinlich diese von der Ruhmeshalle jetzt. Da Horizon Spezials. Autos namens... Ich weiß es nicht. Ansonsten müssen wir den Bugatti nehmen halt. Müssen wir jetzt da lang, oder? Wow, guck mal. Ja, der liegt ja auch wieder im Bett hier. Okay. Bein ist soweit. Einmal wenden bitte. Danke. Wir könnten sogar das Verdeck abmachen. Ne, es wird jetzt dunkel. Ne, machen wir nicht. Aber wir können das mal machen bei irgendeinem. Dürfen wir nicht, können wir nicht. Da müssen wir ein Auto kaufen, steht da. Aber warum den? Das verstehe ich nicht. Haben wir den jetzt gekauft? Wie teuer ist denn der? Den will ich nicht kaufen. Dann haben wir kein Geld mehr. Nee, dann nicht. Aber warum? Das ist doch voll doof. Warum kann man den nicht leihen? Kümmel konnte letztes Mal immer leihen. Hm. Ja, dann nicht. Dann machen wir das nicht. Das ist ja doof. Das ist ja jetzt voll doof. Was machen wir denn jetzt? Jetzt bin ich hier angefangen alles und ja. Wir haben hier so viele Sachen, Alter. Keine Classic Racer. Habe ich Classic Racer? Nein. Habe ich Classic Racer eigentlich was? Kann sein, dass ich welche habe, aber auch in der Leistungsklasse weiß ich nicht. Na doch, der hier. Mal, doch, den hatte ich getuned. Dann machen wir das mal. Gucken wir da uns mal rein. Was wir da so haben. Einfach, um halt euch was zu zeigen.
Das ist ja jetzt voll doof hier. In 200 Metern scharf links abbiegen. Hier ist sogar ein Zeiger, wo ab wann ich schalten soll. Dann nehmen wir den hier halt. Der Zeiger, falls es einer von nicht weiß, der rote da, das ist die, der Zeiger, ab wann man, also wo man schalten soll, oder da sollte man schalten, weil durch die Reaktionszeit, was du siehst und was du da mit den Händen machst, weil wenn man auf unseren, rechts auf unseren Tacho sieht, dann sieht man, aha, der kann auch bis 9000 drehen. Und dafür ist das, ne, weil wenn du das siehst, dann kann das sein, dass du den Motor höher drehst, aber dann überdrehst du den noch nicht. Du hast dein Ziel erreicht. So. Willkommen bei der Prüfung. Bei diesen Veranstaltungen trittst du gegen einige der talentiertesten Fahrer von Horizon an. Also gib dein Bestes. Du kannst nur mit einem vollständigen Team teilnehmen. Melde dich daher hier an, um ein Team zu finden. Oder bring deine eigene Kolonne mit. Viel Glück. Ah, ist das jetzt wirklich deren Ernst? Oh Mann, ey. Das ist so scheiße gerade. Das ist irgendwie eher gerade irgendwas, was man... Die ganze hier in die Tonne kloppen. Ich glaube, diese Runde hier heißt... Nichts passiert oder nichts klappt oder so. Unbegrenzte Buggies A800. Haben wir denn irgendwelche davon? Ich gucke jetzt einfach rum und dann, ja, mal beende ich gleich die Folge und fertig. Unbegrenzte Buggies. Hä? Unbegrenzte Buggies? A800. Hatte ich den schon mal gefahren da drinnen in so ein Rennen? Ich glaube nicht, ne? Ich weiß es gar nicht jetzt. War das jetzt wirklich das? Unbegrenzte Buggies. Ich fahre da jetzt einfach mal hin und guck das mir an. Wir könnten da auch hinspringen, ja, aber da wir ja querfeld einfahren können, fahre ich das einfach mal dahin. Bei nächster Gelegenheit. Gehen wir mal weiter. Noch mal von innen hier kurz mit einfahren. Auch mal was anderes. Links abbiegen. Ui. Oder sinnlos durch die Gegend oder was so, als das wird der Titel wohl heißen. So. In 400 Metern links abbiegen. Auch ein geiler Sound, ey, oder? Rechts abbiegen. Rechts und rechts und links durch die Bäume. So, immer die Nase nach. In 100 Metern rechts abbiegen. Whoa. Ich hab gedacht, wir überschlagen. Aber nee, war doch nicht so. Oh.
So, einen Ömergräber aus dem Wegno. Diese Halbklimmen, ne? Und was gibt's da wirklich? Wenn sie wirklich mit ihren eigenen Bauten so diese steilen Wände hochfahren. Bei nächster Gelegenheit Wände. So, und das machen wir jetzt auch hier. Das, ja. Bloß unsere sind nicht, glaube ich, ganz so steil hier. Und wir fahren halt auch ganz schön gemütlich oben rauf, würde ich sagen. Da war schon Leitplanke. So, Gas geben hier, wir haben keine Zeit hier. Ich weiß nicht, kommen wir da hoch? Route wird neu berechnet. Wow! Es ist ja schön, dass die Route neu berechnet wird. Ah. Oh, Leute! Nein, nicht abwärts! Wow, glatt ist es aber auch hier. Ein bisschen steinig. Steinig hart und... Boah, schwer. Und glatt ist es hier auf jeden Fall. Okay, wir können runter zur Straße. Oh. In 400 Metern hast du dein Ziel erreicht. Das ist doch schön. Und glatt ist es hier. Juhu. Oh. Oh, oh. Aber will ich das jetzt machen? Nein, natürlich nicht. Sondern erst in der nächsten Folge. Glaube ich. Ich weiß es nicht, ob ich den richtigen Wagen habe. Ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.